Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins. Es ist Donnerstag, der 5. August 2021, 8.35 Uhr und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir sehen hier auf dem rechten Bildrand die Blue Boxen. Wir haben 15.700, ist dichter dran. Das heißt, ich werde hier erstmal die Big Number platzieren. Der gestrige Tag, wir messen einmal kurz ab, wie die Trading Range denn gestern war. 130 Punkte, das ist eigentlich in Ordnung. Ja, sah morgens so ein bisschen müde aus. Wir haben gestern das Tief bei 15.600. Darüber war gestern 15.710. Also, da bin ich gespannt, wie der Kurs sich heute da dementsprechend verhält. Volarbox. Da sehen wir gestern direkt zum Start, zur Markteröffnung, direkt nach oben raus. Dann haben wir nochmal zweimal Volaboxen hier getradet und dann gab es am Nachmittag hier noch die Möglichkeit, die Volas zu traden. Wo kommt die Volabox heute rein? Das werde ich euch sagen. Voraussichtlich bei 15.654. Wo ist der Kurs aktuell? 15.666, das heißt, bei 54 circa wird er reinkommen. Ich werde die Linie mal platzieren und dann sehen wir, wow, das ist direkt am Daily Pivot. Daily Pivot, da bin ich gespannt. Da kommen circa die Trades rein. Jetzt gehen wir in die größeren Zeitebenen, um einmal die Wetterlage uns anzuschauen, wie sieht es generell aus. Wir fangen heute an mit den Kryptos und zwar mit Ethereum. Daily Basis 2677 sind wir long, 4 Stunden sind wir auch long, in Ethereum Stunde wieder long, 30 long, 15 short und 5 Minuten auch short, die oberen Zeitebenen eher long. So, jetzt gehen wir einmal weiter in den Bitcoin. 39.000, also kratzt wieder an der 40.000er Marke. Daily Basis sind wir long. 4 Stunden sind wir long. Stunde sind wir long. 30 sind wir long. 15 short. 5 Minuten short. Also auch da die größeren Zeitebenen sind wir eher long. Jetzt geht es weiter. Was kommt bei mir in meiner Liste als nächstes? Der Dow Jones. Heute nehmen wir den Dow Jones mal und wir sehen hier Dow Jones auf Daily Basis da oben beim All-Time High. Ganz verständlich, nach dieser Rallye hier wird die Luft ein wenig dünner. 4 Stunden sind wir short, Stunde short, 30 short, 15 short, 5 Minuten short. Also ab 4 Stunden ist der Markt eigentlich hier jetzt in einer leichten Erholungsphase. Gucken wir uns den S&P mal an, auf Daily Basis. S&P auch hier sehr schön zu sehen, diese Strecke, ja, von hier oben. Gucken wir uns mal 4 Stunden an, da sind wir noch long, aber auch hier auf dem Rekordniveau mehrmals jetzt angetreten. Stunde sind wir schon short, 30 short, 15 short, 5 Minuten short, also da leichter Abgabedruck. Technologiebörse Nasdaq. Daily Basis long, natürlich 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 short und 5 Minuten dann dementsprechend auch short. Gucken wir uns Öl an. Öl, Daily Basis, sind wir short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 Minuten short, 15 Minuten short, also Öl geht in die Korrektur. Wir gucken einmal uns das auf einem anderen Zeitebenen an, auf Daily Basis hier. Wir sehen nach der Gegenbewegung, wir hatten das Tief hier und gucken, der 100er gleitende Durchschnitt liegt hier bei 67 glatt. Ob wir es hier durchtreten, dann durchaus denkbar, dass wir bis 61 runtertreten. Ich bin immer noch short im Öl, bin froh, wenn der Trade dann auch in den Gewinn läuft, denn irgendwann Daily Basis. Vorlage Zickzack-Linie. Wir sind jetzt mittlerweile bei Gold angelangt. Gold Short. 4 Stunden knapp Short. Stunde Short.
30 Short, 15 Short, also auch hier Gold eher auf fallenden Kurs. So sieht es zumindest heute vorbörslich aus. Kommen wir zum DAX. Auch hier, ähnlich wie den anderen Märkten, haben wir hier oben das All-Time-High, 4 Stunden Long, Tageslong, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten sind wir Short. Wenn wir uns die Indizes anschauen in Amerika, tendieren die ja eher heute auf fallenden Kurs. Der DAX hält sich noch, also bin gespannt, wie lange er sich da noch gegen wird. Und jetzt gehen wir direkt in die Boxen rein. Es ist 8.41 Uhr. Wir warten jetzt, bis die Vola kommt oder an der Blue Box erscheint. Ab 9 Uhr kommt die Vola Box rein. Ansonsten haben wir die erste Falle bei der Big Number platziert. Und wünsche allen, die jetzt dazugekommen sind, einen wunderschönen guten Morgen. So, wir sind direkt an der Big Number und wir sehen, die Vola-Box und Big Number ist identisch. Wir sind jetzt, es ist direkt 9 Uhr und wir sind short im ersten Trade. Das ist unser Eröffnungstrade. Macht es mal ein bisschen lauter, ja, größer hier. Okay, Short im ersten Trade. Die gegenüberliegende Order liegt bei 15.707. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Das bedeutet, dann würden wir mehr an Bewegung mitnehmen. Was wäre das Ziel? Das Ziel wäre dann, wenn wir tatsächlich in den zweiten hier oben reingehen und dann in den dritten wäre 15.655 Zielmarke hier Daily Pivot. Einmal hier. Und oben hin würde ich erstmal die erste Unterstützung hier nehmen. Also, dann gucken wir mal, ob wir in die zweite Runde gehen. Vola-Box ist direkt bei der Big Number 2 Punkte Unterschied.